In den 70ern löst die Ölkrise ein Herstellerbeben aus. Die Kunden ändern ihr Kaufverhalten und machen sparsame Kleinwagen zu Bestsellern. Immer mehr stehen Sicherheitsaspekte im Vordergrund und die Möglichkeiten der Computertechnik werden zum Autobau genutzt. Ein Jahr nach der Mondlandung war es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Auto mit Hilfe des Rechners gebaut wird. Über keinen Sportwagen ist mehr spekuliert worden als über den Mercedes C111. Als die ersten Erlkönig-Aufnahmen des neuen Flügeltürers von Mercedes die Runde machen, bricht ein Ansturm von Bestellungen los. Viele legen ihren Briefen an Mercedes einen Blankoscheck bei, um sicher einen zu bekommen. Denn der C111 ist der erste Sportwagen, der von einem Computer berechnet ist. Nach dem ESEM-Verfahren. ESEM ist eine Elastostatik-Elementmethode, bei der komplizierte Strukturen durch mathematisch fassbare kleine Elemente über Verträglichkeitsgleichungen und Gleichgewichtsgleichungen in ein lineares Gleichungssystem überführt werden. Ich habe kein Wort verstanden. Das ist mir zu hoch. Das optimale Verhältnis von Form zu Leistung, zu Material und Zusammensetzung soll er sein. Präsentiert wird der C111-2 auf der IAA 1970. Aber das Auto wird nicht in Serie gehen. Der optimal errechnete Sportwagen ist zu futuristisch. Mit seinem Chassis aus Fiberglas, einem vierrotorigen Wankel-Mittelmotor mit 350 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h bleibt es beim Prototypen. Der Grund? Die Fiberglas-Karosserie kann Mercedes nicht selber produzieren und die gelieferten Teile erfüllen zu 50% nicht die Qualitätsstandards der Schwaben. Darüber hinaus ist der Wankelmotor nicht standfest genug. Der C111 soll nur zur Erprobung von Motoren und Neuentwicklungen verwendet werden. Denn er ist der einzige Sportwagen seiner Zeit, der 290 km/h schnell ist, ohne abzuheben. Fahrzeuge mit ähnlichen Leistungswerten brauchen große Heckflügel. Der Mercedes generiert dagegen so viel Abtrieb, dass er auf Flügel verzichten kann. Allerdings scheuen die Schwaben weitere teure Entwicklungsschritte. Der C111 ist seiner Zeit zu weit voraus. Bei Opel geht es traditioneller zu. Der neue Manta wird vorgestellt. Er ist das Jungmännerauto und soll der Gegenentwurf zum Capri sein. Denn General Motors beobachtet mit großer Sorge, dass immer mehr junge Kunden zu Ford abwandern. Daher fordert GM sein Tochterunternehmen in Rüsselsheim auf, einen Wagen auf die Reifen zu stellen, der dem Capri den Schneid abkauft. Und genauso ist der Manta designt. Eine sportliche Aufmachung plus Komfort und eine unverwechselbare Form soll vor allem Männer zum Kauf anregen. Die Werbekampagne geht genau in diese Richtung. Egon hat einen neuen Wagen. Den neuen Manta von Opel. Sportlich schick. Mit schnellem Cockpit und tollem Anzug. Traumhaft sicher in der Kurve. Und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta fahren, ein herrliches Gefühl. Bei all der Optik haben die Ingenieure vergessen, den Opel ordentlich zu motorisieren. Vor allem der 60 PS 1,2 Liter Motor aus dem Kadett B macht den Manta zur Mogelpackung. Erst der spätere Manta GTE mit 105 PS hält, was die Karosserie verspricht. Zwei, die nicht zusammenpassen, sind der Citroën SM und sein Maserati-Motor. Seit Mitte der 1960er Jahre besitzen die Franzosen 60% an Maserati. Um diese Verbindung zu nutzen, entwickelt Citroën die DS-Form weiter und schafft Platz für einen großen Sechszylindermotor. Den italienischen Hersteller Maserati stellt das vor ein Problem. Die italienische Rennwagenschmiede verfügt nach neuen Umweltbestimmungen durch den Gesetzgeber lediglich über einen massentauglichen Achtzylinder. Wir brauchten sofort eine Lösung. Also haben wir den Achtzylinder genommen und zwei Zylinder abgesägt. Und genau das ist der große Schwachpunkt. Zwar gewinnt der Wagen einen Designpreis nach dem anderen, er wird sogar zum Papa-Mobil, aber die Motoren sind anfällig. Es wird sogar behauptet, dass die Motoren beim SM noch vor der ersten Ausfahrt kaputt gehen. Insgesamt werden in 5 Jahren weniger als 13.000 Modelle verkauft.
Vom Vorbild der DS wurden an einem Tag 12.000 Stück bestellt. Der SM ist für Citroën ein finanzielles Desaster. Die Zahl der Unfalltoten in Deutschland steigt innerhalb eines Jahres auf 19.193 Verkehrsopfer. In Europa sind es 1970 über 85.000 Verkehrstote. Der Straßenverkehr wird immer gefährlicher und die bestehenden Regeln reichen nicht aus. Doch es dauert noch über 2 Jahre, bis in Deutschland ein Tempolimit auf Landstraßen eingeführt wird und die Alkoholhöchstgrenze am Steuer von 1,3 auf 0,8 Promille gesenkt wird. Was einen Großteil der Deutschen aber gar nicht stört, denn viele glauben, dass man selbst nach 8 Bier die 0,8 Promille-Grenze nicht erreicht hat. Am 23. Oktober 1970 übernimmt Gary Gabelich einen gefährlichen Rekordversuch. Er will der schnellste Fahrer aller Zeiten sein. Der Wagen ist ein 12 Meter langes Raketenauto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Blue Flame trägt ihren Namen wegen der Flamme, die hinten rauskommt. Die ist nicht wie bei anderen Raketenfahrzeugen rot-gelb, sondern blau. Die Turbine schluckt kein Kerosin, sondern eine hochexplosive Mischung aus Erdgas und Wasserstoffperoxid. Damit kann ein Schub von 7.248 Kilogramm erzeugt werden, was rund 58.000 PS entspricht. Der US-Amerikaner ist der erste Mensch, der in einem Fahrzeug die 1.000-Stundenkilometer-Grenze knackt. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir suchen genau euch, falls ihr auf der Suche nach dem verlorenen Garagengoldschatz seid. Egal ob vergessener Scheunenfund, verstaubte Garagenüberraschung oder in der Wildnis zurückgelassener Oldie. Wir begleiten euch bis zum Anfeuern des Motors. Meldet euch unter der eingeblendeten Adresse.